Gabriele Mosebrink. Dieses Bild soll Umbruch heißen. Es ist halt so, dass mich sowieso diese Prozesse in der Natur interessieren und die Metamorphosen, die Transformationen und die Dinge, die natürlich auch Wasser machen, die Dinge, was mit unserer Luft geschieht, die Dinge halt eben die Natur ausmachen. Also nicht Natur abbilden, sondern das, was halt in der Natur vorkommt und was uns auch zum Teil sehr zu schaffen macht. Doch wir sind Teil einfach dieser Natur, wir sind auch Natur und unterliegen diesen gleichen Prozessen. Wir fühlen uns wohl, wir sind aber auch herausgefordert. Und so können wir halt aus diesen Aufbrüchen und Umbrüchen halt natürlich auch etwas elementar Wichtiges ziehen, nämlich uns zu kümmern für das, was unsere Erde ausmacht und für dieses Wir und diese Liebe und halt einfach eben auch für die Nachhaltigkeit. Wenn wir spüren und an das Wir denken, dann kann eigentlich erstmal nichts schief gehen. Und da sind wir als Künstler im Moment sehr stark auch ausgefordert, das zu artikulieren. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Also das Bild hat das tatsächlich alles durchlitten und es ist nicht gemalt, sondern es ist wirklich transformiert.